Ich hatte zumindest eine Herausforderung erwartet. So, Freunde, ich musste kurz die Aufnahme neu starten, da ich Angst hatte, dass hier das Spiel... Wegen... Mein PC hing kurz und ich habe jetzt Angst gehabt, dass hier irgendwie was an der Aufnahme kaputt geht. Deswegen starte ich immer wieder gerne neu und hier sind wir jetzt. In diesem Sinne beschreiten wir jetzt hier mal diesen komischen Ort. Ich sehe es schon, dass wir hier bestimmt auch mit parallelen Welten arbeiten werden. Denn hier ist eine Tür und hier ist etwas, das den Anschein erweckt, eine Tür zu sein. Und ja, ich musste mich gerade beim Wort parallel verbessern, denn ich hatte eine Mathelehrerin, die hat immer parael gesagt, nicht parallel, sondern el. Und da hat man mich immer deswegen verarscht. Die Erdgöttin Sam-Amatai gab ein Stück von sich selbst, um die Klinge zu schaffen. Aus ihrem innersten Selbst kamen die Elemente, die der Klinge Form und Stärke verliehen. Wo sind wir? Es ist stickig und dunkel. Die Macht der Mutter Erde ist stark hier. Mutter Erde? Die Göttin Sam-Amatai. Was wir auch suchen, ist sicher tief im Schoß der Erde versteckt. Okay, du sagst an, was wir zu tun haben und was wir suchen, Sarah. Ich bin nur hier echt unsicher. Wir sind hier nicht mehr wirklich auf der Erde, wenn wir durch dieses komische Tor gegangen sind, nicht wahr? Aber na gut, sei's drum. Diesen komischen Ort werden wir noch genau besichtigen und der Sache auf den Grund gehen. Hier links an der Seite scheint's voranzugehen. Ja, aber was haben wir hier unten? Eine weitere Tür. Die Tür hier, da können wir ja nichts machen. Nun gut, das bleibt jetzt erstmal ein Rätsel, wie es aussieht. Da unten ist ein Schalter. Will ich runter? Was haben wir denn da? Ich kann es nicht erkennen, wir haben nur eine Tür dort gesehen in der Cutscene. Wo kommen wir denn da hin? Wir klettern dann da entlang und... Was ist dann hier? Den logischsten Weg, der geht so aufgrund der Lebensorbs. Oh, immer diese Mehrzahl. Und ja, ich wurde ja gerade unterbrochen, aber ja, ich habe immer parallel gesagt. Aber so hat's die Lehrerin gesagt. Kann ich nichts für... Wow. Das kann ich wirklich nichts für. Das alles jetzt entlanglaufen wird riskant. Wo willst du dich hier festhalten? Da, aber da schießen auch noch Pfeile, Mann. Das ist doch krank. Deswegen will ich hier das hinmachen. Nein! Wir haben uns gerettet, aber das macht's jetzt nicht besser. Wir konnten uns noch vom Absturz bewahren, aber egal, an den Lebensorb kommen wir noch. Vorausgesetzt, wir wollen das obere Tor erreichen. Aber natürlich müssen wir das erreichen. Und warum leuchtet diese Tür rot? Die leuchtet noch immer blau. Alter, ich dachte schon, hier stürzt gleich was ein. Wir hören hier auch so eine komische Pflanze, oder? Keine Ahnung, wo das sein soll oder was wir da hören. Das scheint nicht der Weg zu sein. Was ist hier mit der Druckplatte? Nichts. Vielleicht nicht in dieser Dimension oder wir müssen noch was anderes aktivieren. Nun gut, nun gut. Wie komme ich hoch? Ja, seit der magischen Sphäre ist es ganz leicht, Kyle. Da brauchen wir uns keinen Kopf mehr zu zerbrechen. Hier ist ein Schalter.
Aber Alter, hier kann man sich nirgendwo festhalten, um da ranzukommen. Das ist ja mal krank. Hey! Ich hab's doch gedrückt. Nun gut, dann nochmal. Oder auch nicht, verdammt. Das glaube ich dir, Prinz. Das glaube ich dir. Okay. Jetzt wären wir hier. Hier ist ein Lebenorb. Aber den wir bestreiten noch nicht den Weg. Oh, pass aufpassen vor dem Fallen. Und drücken wir den Schalter. Ich weiß nicht, ob das nur ein Geheimnis ist, aber wir müssen der Sache auf den Grund gehen. So, die Plattform hört hier auf. Eigentlich kann mir nichts treffen. Gut. Es ist noch machbar. Okay. Oh, Alter. So war es nicht geplant. Wehe, das ist auf Zeit. Das ist bestimmt auf Zeit und ich trödel zu lang jetzt. Schnell hier auf den Schalter gehen, weil ich nehme an, der aktiviert den. Ist der aktiviert? Die sind aktiviert, wenn die leuchten. So war es zumindest beim letzten Mal. Da ist auch ein Schalter. Hab ich vergessen. Okay, okay, ganz ruhig, Karl, ganz ruhig. Wir müssen den Raum jetzt nochmal genauer analysieren. Denn vielleicht brauchen wir die Türen für... Oh, Alter, jetzt trinke ich sowieso. Ich hatte jetzt vor, eh zu speichern, aber jetzt müssen wir es sowieso tun. Oh, Mann, ey. Hier nach oben. Nun gut, es sieht aber so aus, dass wir hier vorankommen. Scheint ein Geheimnis zu sein. Oha, Alter, wenn das so schnell geht. Was eröffnet sich hier? Es sieht aus nach einem weiteren Weg. Und hier sind die Pflanzen, die wir hören. Boah, ich will hier nicht durch. Nein, nein. Gut, dass du noch aufgehst, weil sonst hätte ich ein Problem. Es sind drei Schalter. Mal ansehen. Jetzt leuchtet keiner von denen. Aber wenn das Leuchten hieß, dass es aktiviert ist, dann habe ich mit den oberen zwei Schaltern ja schon mal was richtig gemacht. Das kann doch nicht sein. Nur da kann man sich festhalten. Oder da. Oh, Mann, ey. Genau. Nein! Heldentat vollbracht. Pop. Was Prince of Persia bedeutet. Okay. Nein, so nicht. So nicht. Prinz hoch. Hey! Ich bin doch nicht in die Dinger reingesprungen. Es ist doch... Ja, okay, eine Seifenblase hat ein bisschen größeren Radius. Das stimmt schon. Nehme ich zurück. Nein! Aber das ist doch schon aktiviert. Hab ich zumindest den Eindruck. Das ist echt für die Katz, Mann. Ganz ehrlich. Das ist echt krank. Das links... Ich sehe es nicht pulsieren.
Jetzt leuchtet das auch noch. Vielleicht leuchtet es nur, wenn wir nah genug dran sind. Kann ich mich eh nirgendwo festhalten. Das war gerade ein Fail. Das noch mehr. Scheiße. Oh Mann, wenn ich nur wüsste, ob hier Timing angesagt ist oder nicht. Yo, genau. Shit, das war gerade dumm, aber es hat trotzdem geklappt. Leute, was muss man machen? Die Dinger leuchten, hier leuchtet's auch. Ich verliere die Geduld. Lernen wir irgendwann noch Teleportation? Das kann doch nicht sein, Mann. Die leuchten, warum? Als wir das große Tor vor uns hatten... Keine Ahnung, ich merke auch gar nicht, dass es auf Zeit geht... Oder dass es hier irgendwas macht, dass die Platten gedrückt werden, das nehme ich auch nicht wahr. Oh. Der Keil wird hier richtig ein Profi, merke ich. Ja. Noch gerettet. Geht das? Boah, zum Glück ging das. Es ist ja mal echt verrückt hier. Gut, dass ich das Rätsel nicht nochmal machen darf. Muss, wie nett. Ja. Wäre hier was? Nein, da ist nichts und da auch nicht. Okay, dann weiß ich schon, wie das geht. Boah, wehe, die Blase geht hier kaputt. Nee, das passt noch. Ist da was? Alter, wo darf ich denn hier hin? Nun gut, dann machen wir das auf der Keilart. Obwohl, da komme ich nicht ran. Da komme ich aber ran. Okay. Da komme ich ran. Ah, das war Glück, Mann, ey. Das hätte ich jetzt... Da so, hätte ich so einen guten Ausgang nicht gesehen. Alter, ich muss den Nebel sehen. Shit. Nein! Okay, nochmal. Moment, das ist, glaube ich, einfach. Das ist sehr einfach. Ich bin da gerade falsch rangegangen. Das ist sehr einfach. Obwohl, ich hätte eigentlich gern diesen Leben-Orb. Wie kriege ich den? Wie kriege ich den? Egal, machen wir es trotzdem. Hey, da ist eine Seifenblase. Ich dachte, das wäre der richtige Weg. Okay, nochmal. Hey, ich habe ihn... Nein, ich habe ihn nicht bekommen. Das war Sarah. Ich will dich noch kriegen. Na, zum Glück ist das gut gegangen. Jetzt gehen einige Lichter bei mir auf. Aber nichtsdestotrotz. Scheiße, ich hab's kommen sehen. Oh. Habe ich dich jetzt eingesammelt? Nee, es war Sarah bestimmt wieder. Die. Oh, muss man das sammeln? Ist ja so dumm, wenn es gar nichts bringt und ich riskiere mein Leben nur dafür, um sowas, so einen Lebensorb zu haben. Aber das Doofe ist halt, ich riskiere diese Lebensorbs, um da ranzukommen. Das ist so ein Selbstmordkommando. Ich weiß nicht, warum ich mir das antue. Weil es Spaß macht wohl kaum. Ich bin nah genug dran,
Jetzt wird der Spaß losgehen. Nein! Aber ich hab dich! Ja, oh nee, doch, 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 wir leben. Wir leben und ich hab's eingesammelt. Die geben, glaube ich, Erfahrung. Ich achte nie drauf. Das ist das Blöde. Und was ist das? Alter. Wieder ein Schalter, der... Doch, doch, der hat das aktiviert. Passt schon. Ist alles in Ordnung. Ist eine Fackel und kein... Also ein Licht und kein Lebensorb. Das ist in Ordnung. Alter, und wie soll ich dich rüberbringen? Hier muss es jetzt echt Teleportation geben. Wie zur Hölle? Eigentlich müsste die Falle jetzt schon aktiv werden. Es wird so wehtun jetzt, aber... Was ist der Unterschied zwischen den Stacheln und denen? Nur die Farbe oder was? Das finde ich jetzt eigentlich nicht lustig. Eigentlich wollte ich da auf das sichere Feld. Mal schauen, was die Falle macht. Nichts? Wenn du nichts machst, dann geh mal so. Dann geh mal so. Oh, die funktioniert nicht, sobald ich das Teil hier bei mir habe. Es müsste hier gehen. Ja. Oh. Nein, 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 nein. Nicht so weit. Alter, das ist interessant, wie die Fallen funktionieren. Na, da, dann. Prinz, 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 bitte mach sowas nicht nochmal. Scheiße. Gut, hier sind wir noch in der sicheren Zone. Hier noch ein bisschen. Okay. Gut. Nein! Das ist doof, was ich mache. Aber ich weiß schon, wie wir das schaffen werden. Obwohl, wir passen durch die Tür. Ich muss nicht mal drüber klettern. Gut. Der Schalter müsste jetzt nur mit dem hier funktionieren. Oh. Dennoch. Dennoch die ganz blöde Frage. Wie mache ich dich auf? Muss das wirklich mit denen sein? Die leuchten, Mann, keine Lust, keine Lust, ganz ehrlich. Weil ich verstehe es nicht ganz. Okay, okay, das sind Lichter und keine Lebensorbs. Ah, hey. Ja, okay, stimmt. Ja. Ich komme nicht runter von dem Scheiß. Ich muss so abspringen und verliere kein Leben. Okay, passt. Sogar hier ist die Haoma eingedrungen. Sie ist wirklich dreist, sogar die Höhlen der Göttin zu bedrohen. Verfolgt sie ein hohes Ziel oder was macht sie hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber ich sehe schon mal, wie wir unseren Weg bestreiten werden. Alter. Ah nee, okay. Diese Sporen-Pflanzendinger, dachte ich, kommen von dieser Wand hierher geschossen. Das wäre ja schon mal krass gewesen. Dass das hier durch den ganzen Raum geht. Boah, sind das mal Sachen hier. Ich finde die Architektur in dem ganzen Spiel schon die ganze Zeit beachtlich, weil weiß ich nicht. Es erinnert mich stark auch oft an Tomb Raider 1. Was ich zwar nicht... Doch, einmal habe ich es durchgezockt, aber trotzdem. Ich habe es eigentlich noch auf meiner To-Do-Liste. Ist ein geiles Game, würde ich meinen. Yeah, das hätten wir geschafft. Was wollen wir hier oben und was wollen wir da unten? Da ist der nächste Brunnen zum Trinken. Versuchen wir es, irgendwie voranzukommen. Oh Mann, da ist so viel rotes Gewächs, dass ich keine Ahnung habe, ob wir da überhaupt drauflatschen werden. Nett, dass man rote und grüne Platten aktivieren kann. Da wollen wir jetzt wahrlich nichts, oder? Da wären blaue Platten. Ich gehe mal nach rechts, weil da würde eigentlich nicht jeder hingehen.
Nur ob das Sinn macht, ist die andere Frage. Ja, hier können wir herunter und was ist da? Warte. Da ist ein Schalter. Und hier ebenso? Kamera? Ich verstehe diese Schalter nicht. Ich will sie auch nicht verstehen, ehrlich gesagt. Nein! Nein! War ja klar. Okay, wir haben uns irgendwie gerettet. Es hat was aufgemacht. Ah ja, hier. Aber da ist noch ein Schalter, verdammt. Ist das meine Seifenblase? Ja, gell? Die ich gerade erstellt habe. Deswegen muss ich hier runter. Oder? Nein, das war gerade nicht meine eigene. Also hätte ich so runter, rüber können. Bitte, hier geht noch was. Ja. Nein! Scheiße, ich will hoch. Ich will hoch. Das ist mein Ziel. Also, wie war das nochmal? Zack. Zack. Ah, haha. Den Kylo kann man nicht so schnell austricksen. Hoffe ich zumindest. Da. Okay, das war nicht zu tief. Das freut mich. Ich glaube, ich falle wieder, wenn ich hier ein Teil hinmache. Testen wir es einfach. Seht ihr? Haha, der Kyle war schlau genug. Hältst du dich fest, Prinz? Gut, das freut mich. Wir haben schon zwei Siegel betätigt. Jetzt heißt es eigentlich nur noch runtergehen. Boah, wir haben es geschafft. Nee, Moment. Machen wir es viel gemütlicher, aber ich glaube, das ist eh der sichere Weg. Weil da hochgehen, glaube ich, brauche ich extra Ringe und das hätte für mich einfach das Ende bedeutet. Die Tür wäre offen. Die Türe wäre offen. Jetzt ist halt die Frage... Alter, verrückt. Wie ich hier herunterkomme, weil mit meiner Fähigkeit würde es schon irgendwie gehen. Irgendwie. Es könnte auch wehtun. Ich glaube, wir kommen hier schon runter. Was war hier nochmal? Hier kommen wir zurück. Dieses rote Tor von vorhin wird, glaube ich, noch Bedeutung haben. Die Frage ist halt, wenn ich hier reingehe, ob ich hier unten herauskommen. Schauen wir es uns mal an. Hier ist sowas wie eine Tür. Anstatt mein Leben zu riskieren, gehen wir mal hier durch. Scheint ja irgendwie... Alter, wie ist das Muster? Okay, es fließt. Dann gegenüber. Drei gegenüber rechts. Das hier. Gegenüber. Drei nach da. Hä? Es geht nicht auf. Muss es die Richtung sein? Hä? Zack, zack, zack. Ach, zwei sind's. Ja, ja, ja. Falscher Punkt. Ich glaube, es ist egal, von wo man anfängt, aber trotzdem. Zack. Oh. Zack, gegenüber. Nein, ein zweiter, das ist gegenüber. Zack, zack, gegenüber. Und am Ende nach rechts. Nein. Zack, zack, gegenüber. Boah, die Genauigkeit. Nein. Zack, zack. Oh, komm! Und dann nach rechts. Nein, das war's! Oh, Alter!
Gut. Wir hätten es jetzt gemeistert. Was habe ich hier? Einen Kampf, na super. Verführerische Mörderinnen! Nehmen und werfen, du hast eine verbesserte Heldenfähigkeit. Du kannst deinen Gegnern noch weiter werfen. Testen wir es aus! Na, nicht so gegen die Wand. Die machen auch die Geräusche wie in The Sands of Time. Die müssen wir angreifen. Ja. Dich haben wir gleich. Ja, ich hab sie bekommen. Und somit sind automatisch alle weg. Es macht die Kämpfe leichter, dass es immer so einen Anführer gibt. Aber, ja, weiß nicht. Die sind auch ein bisschen stärker, aber es wäre schon eine Nummer, irgendwie alle Truppen abzuarbeiten, oder? Okay, nehmen wir das hier noch. Ah, wir haben eine Stufe aufgestiegen, deswegen haben wir das bekommen. Ja, macht Sinn. Dich schieben wir hier rauf und dann... Aber hier rüber bin ich reingekommen, genau. Also gehen wir doch nicht eine Stufe runter. Aber hier in dem Raum ist was Wichtiges. Nicht eine Stufe, aber ihr wisst schon, dass ich hier in diesen Raum komme und dann geht's hinunter. Oder aber dieser Schalter öffnet jetzt den Boden. Ah, seht ihr, ich hätte nicht so schnell voreilig urteilen sollen. So läuft das nämlich. Hinauf mit dir, Prinz, denn so sollen wir da nicht hinunter. Denn so geht... So geht das. Hier sind einige Fallen. Aber nur da am Boden. Können locker hinunter. Und hier auch. Wir haben das geöffnet. Und müssen mit der Statue hinaus. Das ist leicht. Bevor wir das tun, gibt's hier irgendwas? Anscheinend nicht. Sind hier Pfeile? Okay, wo gibt's überall Pfeile? Ich glaube, wir müssen hier hin, um die Pfeile zu blockieren. Wow, das ist ein bisschen... So ist das perfekt. Moment, ich muss Platz finden. Jetzt müssen wir ziehen. Nein, nicht verschieben. Obwohl, das ist eigentlich egal, wenn ich eh mit dem Rücken da bin. Ah, verdammt. Verdammt, verdammt. Nein, das ist dumm. So muss ich ziehen. Das ist zu riskant, was ich gerade gemacht habe. Und so muss ich auch kein Timing machen. Weil das zu schieben, während es mir mich seitlich anschießen kann, das wäre zu riskant gewesen. Scheiße. Okay, jetzt geht's hier hinaus. Okay, gehen wir hier so hier ran. Hä? Nicht dein Ernst, oder? Ich kann das nicht herausziehen. Doch, muss. Doch, geht. Ich hab's nur an der Tür blockiert. Okay. Ist noch alles in Ordnung. Und wo ist der Schall? Da ist er. Die Tür geht auf und wir müssten jetzt unten hinauskommen. Was sind das denn für Behälter für die Seifenblasen? Ach, das ist der Raum. Das ist der Raum. Aber was ist das? Was das genau sein soll, meine Freunde, erfahren wir im nächsten Part von Forgotten Sands. Ich möchte dieses Geheimnis wahrlich lüften.